Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Oberlandesgericht Dresden hat 8 Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Freital zu Haftstrafen zwischen 4 und 10 Jahren verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Gruppe 2015 mehrere Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Sachsen und auf politische Gegner verübt hat. Dabei wurden 2 Menschen verletzt. Alle 8 Angeklagten wurden wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Timo S., der Kopf der Gruppe Freital, muss für 10 Jahre hinter Gitter. Auch die 7 Mitangeklagten bekamen hohe Haftstrafen. Die Richter blieben in ihrem Urteil nah an den Forderungen der Anklage. Die Verteidigung will Revision einlegen. Der Generalbundesanwalt kam als Kavallerie eingeritten. Das war in diesem Verfahren so. Hat die Messlatte sehr hoch gehängt. Auch die Haftentscheidungen waren ja entsprechend. Ich sag, wie es Gelassenheit hätte dem Senat vielleicht an der Stelle etwas besser getan. Dass sich der Generalbundesanwalt einschaltete, wurde von vielen Beobachtern auch als Signal gegenüber den sächsischen Strafverfolgern gewertet. Die hatten monatelang nur wegen gewöhnlicher Kriminalität ermittelt. Das sah die Bundesanwaltschaft anders. Wir haben angeklagt wegen terroristischer Vereinigung, auch wegen Redelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung. Vor allen Dingen auch der Punkt des versuchten Mordes. Das hat der Senat genauso gesehen wie wir. Insofern fühlen wir uns bestätigt. 5 Sprengstoffanschläge rechnen die Dresdner Richter der Gruppe Freital zu. Unter anderem wurden das Auto eines Stadtrats der Linken und die Fenster 2 Flüchtlingsunterkünfte in die Luft gesprengt. Nur durch Zufall wurde niemand schwer verletzt oder gar getötet. Und auch nach dem heutigen Urteil wird sich die Justiz wohl noch länger mit der Gruppe Freital befassen. Nach MDR-Informationen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden gegen 10 weitere Personen aus dem Umfeld. Die Bundesregierung will die Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängern. In seiner voraussichtlich letzten Sitzung hat das scheidende Bundeskabinett die Erneuerung der Mandate auf den Weg gebracht. Für die Einsätze in Afghanistan und Mali ist mehr Personal vorgesehen. Die Ausbildungsmission im Irak soll von der Kurdenregion im Norden auf das ganze Land ausgedehnt werden. Ursula von der Leyen zeigt sich trotz aller Kritik gut gelaunt. Sie kann als Verteidigungsministerin weitermachen und setzt mehr Bundeswehrsoldaten in Afghanistan und Mali durch. Außerdem eine Neuausrichtung des Einsatzes im Irak. Dort soll die Bundeswehr künftig nicht nur im Norden, sondern auch im Zentrum des Landes tätig sein. Wir möchten jetzt das Ministerium beraten, wie man vernünftig Strukturen aufstellt, zum Beispiel die medizinische Versorgung verbessern, Minenräumen helfen. Lauter Themen, die wichtig sind, und dazu brauchen wir 2 Standbeine, den einen in Bagdad, in Zentralirak, und den zweiten natürlich bei den Peschmerga in Erbil. Die Grünen befürworten zwar die Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte, lehnen den Einsatz aber trotzdem ab. In dem Mandat sind zum Beispiel auch die Aufklärungsflüge über Syrien immer noch mit drinnen, wo nach wie vor die Frage im Raum steht, ob nicht die Türkei die deutschen Aufklärungsdaten im Kampf gegen die Kurden missbraucht. Nach wie vor ist es eine Koalition der hochwidersprüchlichen Interessen. In Afghanistan sollen zukünftig bis zu 1300 deutsche Soldaten eingesetzt werden. Das sind 320 mehr als bisher. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte. Hier soll vor allem die Sicherheit der Ausbilder gestärkt werden. Es hat aber auch eine weitere Dimension. Und da geht es schlichtweg auch wieder um die Befähigung, ja, schützen zu können, auch aus der Luft. Dann sind wir bei der Frage der bewaffneten Drohnen und viel mehr. Also mein Appell an alle Parlamentarier, wer diesem Mandat zustimmt, muss wissen, was er tut. Die AfD sieht die Bundeswehr insgesamt überfordert, zumal die Armee 2019 auch die Führung der schnellen Eingreiftruppe der NATO übernehmen wird. Als Speerspitze für die NATO muss sämtliches Gerät und Großgerät aus dem gesamten Heer zusammengeklaubt werden, um diese NATO-Mission zu erfüllen. Und jetzt zusätzliche Aufträge im Einsatzausland bzw. für einsatzgleiche Verpflichtungen, das geht nicht mehr. Der Bundestag will ab der kommenden Woche über die 6 Mandate beraten. Eine Zustimmung des Parlaments gilt dank der Stimmen der Großen Koalition als sicher. Eine Reise von 6 AfD-Politikern nach Syrien ist bei den anderen Parteien auf Kritik gestoßen.
Die Bundestags- und Landtagsabgeordneten wollen sich nach eigenen Angaben über Möglichkeiten für eine Rückkehr syrischer Flüchtlinge informieren. Sie trafen sich in Damaskus unter anderem mit dem regierungsnahen Großmufti, der 2011 für den Fall einer westlichen Militärintervention gedroht hatte, Selbstmordattentäter nach Europa zu schicken. Regierungssprecher Seibert sagte zu der Reise, wer das menschenverachtende Regime in Syrien hofiere, disqualifiziere sich selbst. Immer mehr kurdische Kämpfer in Syrien schließen sich offenbar dem Widerstand gegen die türkische Offensive in Afrin an. Sie wollen den kurdischen YPG-Einheiten in der nordsyrischen Region zu Hilfe kommen. Die Türkei führt einen Antiterrorkampf gegen die YPG und forderte die USA heute auf, zu verhindern, dass sie von anderen Kurden Hilfe bekommt. YPG und USA sind Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump hat seinen Rücktritt erklärt. Cohn gab dafür offiziell keine Gründe an. Unterschiedliche Auffassungen über die Handelspolitik sollen Beobachtern zufolge aber den Ausschlag gegeben haben. Trump hatte vergangene Woche Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren angekündigt und damit auch in den eigenen Reihen scharfe Kritik ausgelöst. Es ist Gary Cohn zuletzt sichtlich schwer gefallen, gute Miene zu machen. Trumps oberster Wirtschaftsberater fühlte sich vom Präsidenten am Ende weder ausreichend verstanden noch respektiert. Der frühere Investmentbanker hatte noch geholfen, die Steuerreform unter Dach und Fach zu bringen. Zum Bruch kam es nun wegen der von Trump angekündigten Strafzölle, die Cohn für einen fatalen Fehler hält. Vergeblich hat der Befürworter des Freihandels versucht, dem Präsidenten die protektionistischen Maßnahmen auszureden. Doch Trump hörte lieber auf die Hardliner in seinem Team und drohte beim Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten mit Vergeltungsmaßnahmen, sollte die EU ihrerseits US-Produkte mit Strafzöllen belegen. Die können natürlich machen, was sie wollen, aber wenn sie das tun, werden wir ihre Autos mit satten 25% besteuern. Und glauben Sie mir, dann machen die das nicht sehr lange. Die EU hat uns nicht gut behandelt. Es war eine sehr, sehr unfaire Handelssituation. Ich wurde unter anderem gewählt, um unsere Arbeiter zu schützen und unsere Firmen. Reporter fragen, wann mit den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium zu rechnen sei, ließ der Präsident unbeantwortet. Trumps Sprecherin verkündete inzwischen, man werde Ende der Woche soweit sein. Die Wall Street reagierte heute Vormittag erstmal negativ auf den Abgang Gary Cohns und auf einen drohenden Handelskrieg. Der US-Aktienindex Dow Jones rutschte anfangs mehr als einen Prozentpunkt ins Minus. Hier in Washington wird die Kritik an Trumps protektionistischem Kurs lauter, selbst bei den Republikanern. Viele Konservative sind glühende Verteidiger des Freihandels. Sie mahnen ihren Präsidenten, Schutzzölle würden am Ende auch den USA schaden. Im Handelsstreit mit den USA hat die EU-Kommission jetzt mit Strafzöllen unter anderem auf Whisky, Erdnussbutter und Orangensaft gedroht. Entscheidungen seien aber noch nicht gefallen, sagte Handelskommissarin Malmström. Eine Möglichkeit sei auch eine Klage bei der Welthandelsorganisation. Ratspräsident Tusk kündigte an, der EU-Gipfel in 2 Wochen werde sich mit dem Thema beschäftigen. Gleichzeitig warnte er vor einem Handelskrieg. Die Stahlproduktion und deren Beschäftigte, ob im Ruhrgebiet oder anderen Regionen Europas oder in Pennsylvania in den USA, stehen seit vielen Jahren unter enormem Wettbewerbsdruck. Amerikanische und europäische Stahlarbeiter haben in dieser Frage wohl mehr gemeinsam, als man nach Trumps Drohungen annehmen könnte. EU-Handelskommissarin Malmström will, dass die EU ausgenommen werde von höheren Zöllen und macht den Gegner woanders aus. Das Kernproblem in der Aluminium- und Stahlindustrie ist eine globale Überkapazität. Das hat seine Wurzeln in der Tatsache, dass Stahl und Aluminium massiv durch Staatssubventionen produziert wird und nicht unter Marktbedingungen. China verkauft Stahl und Aluminium zu Preisen, die unter den Herstellungskosten liegen. Das schadet den USA und Europa gleichermaßen. Eine Eskalation zwischen den beiden Wirtschaftsmächten gefährlich. Ich glaube, Vorsicht ist geboten, weil wenn man zu schnell reagiert, kann das außer Kontrolle geraten. Es wäre wirklich sinnvoll für die EU ein paar Wochen Verschnaufspause und vielleicht innehalten und gucken, ob es wirklich begründet ist, was behauptet wird. Denn auch in den EU-Mitgliedstaaten schützen Regierungen ganze Branchen und Arbeitsplätze, gerade auch in der Stahl- und Aluminiumindustrie.
Nach der schweren Erkrankung eines früheren russischen Doppelagenten in Großbritannien verdichten sich die Anzeichen für einen gezielten Anschlag. Die Antiterrorpolizei erklärte am Abend, dem Ex-Spion Skripal sei ein seltenes Nervengift verabreicht worden. Man ermittle wegen versuchten Mordes. Auch ein Polizist, der mit den beiden Kontakt hatte, zeige Vergiftungssymptome. Welche Bedeutung Großbritannien dem Anschlag von Salisbury beimisst, zeigte sich schon am Morgen. In London tritt das Sicherheitskabinett zusammen. Da ist wohl bereits klar, dass es sich um einen gezielten Mordanschlag handelt. Sergei Skripal, hier nur wenige Tage vor dem Anschlag in seiner englischen Heimatstadt beim Einkaufen, wurde nach Polizeiinformationen zusammen mit seiner Tochter mit einem Nervenkampfstoff angegriffen. Wir haben festgestellt, dass ein Nervengift für die Symptome verantwortlich ist. Das führt uns dazu, es als einen Mordversuch zu behandeln. Ich kann auch bestätigen, dass die beiden sehr gezielt angegriffen wurden. Wer steckt hinter der Tat? Wer hatte Motiv und Interesse, den ehemaligen russischen Agenten zu töten? Skripal hatte für die Briten spioniert und war 2006 verurteilt, später in einem Agentenaustausch nach Großbritannien überstellt worden. Teile von Salisbury bleiben abgesperrt, die Bevölkerung sei nicht gefährdet, aber ein Polizist liegt ebenfalls mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus. Keine Detailangaben zum Nervengift, aber Experten weisen darauf hin, dass ein solcher Kampfstoff schwierig herzustellen und meist im Besitz von Staaten sei. Bereits gestern hatte London unverhohlen Richtung Moskau gedroht, sollte die Spur des Giftes nach Russland führen. Beim europäischen Flugzeugbauer Airbus sind trotz voller Auftragsbücher bis zu 3.700 Stellen in Gefahr. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen den Mitarbeitern nach Möglichkeit konzernintern neue Jobs angeboten werden. In Deutschland könnten nach französischen Gewerkschaftsangaben bis zu 1.900 Stellen betroffen sein. Grund sind Produktionskürzungen beim A380 und beim Militärtransporter A400M. Bei anderen Modellen dagegen baut Airbus die Produktion aus. Bisher waren es nur Gerüchte. Jetzt liegen die offiziellen Zahlen vor und sie sind noch höher als gedacht. Bis zu 3.700 Arbeitsplätze sind laut Airbus bedroht. Und zwar in der Produktion des weltweit größten Passagierflugzeugs A380 und des Militärtransporters A400M. Weil Aufträge dafür ausbleiben, wird die Produktion gedrosselt, mit Folgen für die Arbeitnehmer. Der Flugzeugbauer beschwichtigt. Airbus ist zuversichtlich, den meisten der betroffenen Mitarbeiter in Programmen, die sich derzeit im Hochlauf befinden, neue Stellen innerhalb des Unternehmens anbieten zu können. Insbesondere die Erfolgsprodukte des Konzerns, wie zum Beispiel die A320-Gruppe oder das Langstreckenflugzeug A350, könnten Mitarbeitern neue Perspektiven bieten. Hier will Airbus weiter wachsen. Standorte wie Hamburg oder Stade können Stellenstreichungen möglicherweise abfedern. Werke wie Bremen oder Augsburg jedoch sind auf die Problemflugzeuge spezialisiert. Bei der 100%igen Airbus-Tochter Premium Aerotech in Augsburg etwa müssen bis zum kommenden Jahr allein 500 Leiharbeiter gehen, wie jetzt ebenfalls bekannt wurde. Es geht uns darum, Airbus ist 100%iger Eigentümer von Premium Aerotech, dass Airbus jetzt den Standort auch hier in Augsburg auslastet und jeglichen Mitarbeiterabbau vermeidet. Vor wenigen Wochen noch meldete Airbus steigende Gewinne. Die IG Metall fordert nun, die gute Ausgangslage zu nutzen, um Alternativen für die Betroffenen zu schaffen. Airbus will sich dafür 3 Jahre Zeit nehmen. Die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat ihren Vorsitzenden Poggenburg offenbar zum Rücktritt aufgefordert. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung gab es vor einigen Tagen bei einer Abstimmung eine Mehrheit gegen ihn. Poggenburg steht in der Kritik, weil er am Aschermittwoch in einer Rede in Deutschland lebende Türken als Kümmelhändler und Kameltreiber bezeichnet hatte. Ihm wird zudem Vetternwirtschaft vorgeworfen. Europaweit gehen derzeit viele elektrische Uhren um bis zu 6 Minuten nach. Grund dafür ist eine Versorgungslücke auf dem europäischen Strommarkt, die zu Frequenzschwankungen führt. Dahinter steckt ein Streit zwischen Serbien und dem Kosovo. Von dort wird zu wenig Strom eingespeist. Wenn der erste Blick morgens auf den Radiowecker zeigt, es ist noch genug Zeit und die Backofenuhr bestätigt das auch noch, dann fühlt man sich eigentlich sicher. Aber auf der batteriebetriebenen Küchenuhr ist es schon 5 Minuten später und sie hat recht. Denn viele Synchronuhren gehen seit ein paar Wochen nach. Schuld sind Schwankungen der Frequenz des Stromnetzes. Weshalb die Uhren falsch gegangen war, dass sich dieser Wert, wir sehen jetzt, dass er aktuell ein bisschen nach unten geht, ungefähr auf diesem Wert eingependelt hat. Er ist nicht mehr in dem Bereich über 50 Hertz geschwankt.
25 Länder haben auf dem europäischen Kontinent ihre Stromnetze miteinander verbunden. Jedes verpflichtet sich, eine bestimmte Menge einzuspeisen. Doch zwei haben sich wohl nicht daran gehalten. Serbien und der Kosovo, sagt der Verbund der europäischen Stromnetzbetreiber und mahnt eine politische Lösung an. Doch Sorgen um gravierendere Auswirkungen als falschgehende Uhren müsse man sich nicht machen, entwarnen Experten. Derzeit sind keine ernsthaften Konsequenzen zu befürchten, denn wir haben ja Sicherheitsszenarien hinterlegt. Das heißt also, wenn einer nicht einspeisen kann, es kann ganz natürliche Gründe geben, ein Kraftwerk muss vom Netz genommen werden, dann gibt es Szenarien, Energie anderweitig nachzuführen und das ist sauber geregelt, also da passiert in aller Regel nichts. Demnächst könnten die Uhren übrigens vorgehen, wenn die fehlenden 113 Gigawattstunden ins Netz eingespeist werden und die Frequenz dadurch kurzzeitig steigt. Die Lottozahlen. 5, 24, 28, 30, 35, 42, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 8. März. Unter Tiefdruckeinfluss bleibt es wechselhaft und recht mild. Am Wochenende sind in Bayern sogar bis 20 Grad möglich. Heute Nacht gibt's mal mehr, mal weniger Wolken und vor allem in der Nordhälfte Schauer, im Norden auch Schnee oder gefrierenden Regen. Morgen zunächst im Nordosten ab und zu Regen oder Schneeregen, sonst vorübergehend recht freundlich, bevor sich von Westen bei auffrischendem Wind wieder Regen ausbreitet. Heute Nacht 4 bis 0 Grad im Bergland sowie im Norden leichter Frost. Morgen Werte von 3 Grad auf Rügen bis 14 Grad im Breisgau. Auch am Freitag oft wechselhaft, in den mittleren Landesteilen allerdings recht freundlich. Am Samstag mehr Wolken als Sonne und zeitweise Regen. Am Sonntag wird es dann im Osten und Südosten überwiegend freundlich und zum Teil frühlingshaft mild. Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Drohung statt Entspannung, wie gefährlich ein transatlantischer Handelskrieg wäre und Krise im Boom, dem Handwerk fehlt der Nachwuchs. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.